Forschung aus Deutschland aufgebrochen bin, immer wieder gehört habe, du kannst dort nicht forschen, die Menschen sind zu religiös, die Menschen sind durch ihren Glauben eingeschränkt, in ihrer Anschauung, in ihrem Blick auf die Vielfalt dieser Welt und deswegen eine Forschung nicht möglich ist. Und ich wurde immer und immer und immer wieder Zeugen dessen, dass es oft das Gegenteil ist. Dass auch durch den Glauben Menschen plötzlich die Augen geöffnet dafür bekommen, was es eigentlich bedeutet, in dieser Welt zu sein und welche Vielfalt dadurch getragen wird. Und das werde ich mitnehmen und das werde ich auch immer wieder versuchen, unseren Wissenschaftlern in Deutschland näher zu bringen. Ich war 4 Jahre lang Botschafter im Iran von 2009 bis 2013 und kannte das Land davor schon seit meiner Schülerzeit von Reisen. Und ich muss sagen, der stärkste Eindruck, den ich im Iran gewonnen habe und was auch die deutsch-iranischen Beziehungen betrifft, ist, dass die Kultur die Grundlage einer langen deutsch-persischen und iranischen Freundschaft ist. Khud agar tamamiye jahan rarishod hafizo. باتو باتو هم سر هم آوردی است رنج و شادی به ما دو همزادان به یکسان ارزانی باد.